Ich möchte euch heute unsere Waste X0 vorstellen. Mit dieser Anlage können bis zu 500 Kilogramm an Kunststoffabfällen, die für das stoffliche Recycling nicht mehr geeignet sind, in Öl und dann in Energie umgewandelt werden, die vor Ort, am Ort des Geschehens und des Anfalls genutzt werden können. Die Anlage ist sehr kompakt aufgebaut, mit einer modernen Steuerung ausgerüstet und gibt dem Nutzer die Möglichkeit, ganz einfach aus seinem Abfall Energie vor Ort zu produzieren. Wir haben die Gehäuseteile etwas abgeschraubt, um euch das Innere jetzt zeigen zu können. Die geschredderten Kunststoffabfälle, die durchaus auch noch verschmutzt sein können und Anhaftung haben dürfen, werden über ein speziell entwickeltes Einpacksystem in die Anlage hineingebracht. Das eigentliche Herzstück der Anlage ist unser Reaktor. Dort hinein werden die Abfälle kontinuierlich befördert. Und bei hohen Temperaturen findet dort die Pyrolyse statt. Das heißt, die langkettigen Kohlenwasserstoffe der festen Abfälle werden in kurzkettigere Kohlenwasserstoffe gekriegt, die gasförmig oder flüssig sind und dann entsprechend genutzt werden können. Bei den hohen Temperaturen im Reaktor sind alle Produkte gasförmig. Um sie nutzen zu können, müssen sie kondensiert werden. Das geschieht im Kondensator und wir erhalten ein flüssiges Produkt, aus dem dann im Motor die Energie erzeugt werden kann. Ein geringer Anteil der Pyrolyseprodukte sind so kurzkettig in der Pyrolyse geworden, dass sie bei Umgebungstemperatur nicht kondensiert werden können. Sie bleiben also gasförmig und werden in einer Fackel anschließend schadlos verbrannt. Circa 30% des erzeugten Öles werden in einem anlageninternen Motorgenerator benötigt, um die Prozessenergie bereitzustellen. Die anderen 70% stehen bereit, um in einem Generator zur Energieerzeugung für zum Beispiel einen Gewerbebetrieb oder ein Wohngebäude zur Verfügung zu stehen. So einfach wie der Prozess scheinen mag, so komplex ist doch seine Steuerung. Wir haben zig Sensoren verbaut, viele Antriebe, elektrische Antriebe. Diese alle müssen überwacht und gesteuert werden, was hier in diesem komplexen Steuerschrank passiert. Der Anlagenbediener selbst hat dagegen eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Über ein Touchscreen kann er die Anlage überwachen und steuern. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, wie unsere Waste X0 Anlage funktioniert und dezentral aus bisher ungenutzten Kunststoffabfällen Strom und Wärme produziert.